Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RTL Biathlon mit Mia der Lena. Wir haben das letzte Mal in Antholz gewonnen, den Sprint, und jetzt kommt es in die Verfolgung. Und da wir wieder ziemlich großen Vorsprung hatten, würde ich jetzt hier erstmal das Schießtraining bis aufs Weitere pausieren, damit das nicht ganz so langweilig ist. Es ist okay, wir haben 42 Punkte Vorsprung im Weltcup, das heißt, wir können uns da ein bisschen was erlauben. Wir gehen mal rein und ich muss mal schauen, wenn ich Schießtraining weglasse, ob ich vielleicht sogar drei... Nee, ich bleibe bei zwei Folgen. Ich denke, das ist ein guter Mittelwert. Okay, wir lassen es erstmal weg. Dann hüpft er auch gleich weg. Und hier machen wir 2x15. Und da gucken wir mal, was da drauf kommt. Sieht doch gut aus. Und wir starten in die Verfolgung mit sehr großem Vorsprung. Wir haben einen super Start. Und wir haben, glaube ich, um die 20 Sekunden Vorsprung, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist das zweite Rennen hier in Antholz und das sechste der sogenannten ORA-Trophy, die es damals, glaube ich, noch gab. Ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt. Ich glaube nicht. Also die Weltcups gibt es immer noch und ich glaube sogar noch in der Reihenfolge, aber ob es diese Sonderwertung noch gibt, schreibt es in die Kommentare bitte. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ansonsten würde ich sagen, werden wir hier wahrscheinlich ein ziemlich gemütliches Rennen erleben. Und der Berg hat sich ja hier prädestiniert dafür, dass wir den Bergspezialisten hier benutzen. Kann ich hier gleich weitersprinten. Und dann schön in die Hocke gehen. Habt ihr denn eigentlich ein Lieblingsrennen, eine Lieblingsveranstaltung beim Biathlon? Gefragt, wo ihr schon wart, hatte ich, glaube ich, schon mal. Falls nicht, schreibt es trotzdem nochmal hin. Ich meine, es gibt ja auch so Strecken, die man sehr gerne mag. Das habe ich ja schon mal erzählt. Also ich mag Oberhof sehr gerne, ich mag Kontiolahti sehr. Und ja, vielleicht gibt es da auch für euch so eine spezielle Strecke, die so ein bisschen ein typisches Flair hat, einen typischen Reiz. Dann schreibt es gerne mal rein. Und warum natürlich, interessiert mich total. Ich weiß gar nicht, in Oberhof, fahren die da überhaupt noch durch die Wolfsschlucht oder haben die rausgenommen? Ich glaube mal, bei irgendwelchen Rennen war die dann nicht mehr drin, aber das kann natürlich auch witterungsmäßig zu tun gehabt haben. Ah, da starten jetzt immer noch welche. Das ist lustig. Wir sprinten mal zum Schießstand. Und wir haben natürlich einen riesen Vorsprung. Und Kaffee so zwischendrin wäre jetzt gar nicht so schlecht. Dabei trinke ich nicht mal welchen. Oh nein, hat sie das wirklich gesagt? Ich würde sagen, das läuft bisher ganz gut. Ich glaube schon, dass wir unsere Führung im Weltcup hier ausbauen können, aber ja, Schießtraining lassen wir jetzt wirklich erstmal sein. Ich denke, wir sind ganz gut aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch nach euren Lieblings-Biathleten schon gefragt hatte. Ah, es ist mein Gedächtnis. Ich meine, ich bin mit 33 natürlich auch nicht mehr die Jüngste und da ist das natürlich so, dass man halt sehr viel vergisst, wenn neue Informationen reinkommen. Und ja, ich lese es mir auch gerne nochmal durch, wenn ihr Lieblings-Biathleten habt. Ihr könnt auch gerne, wir können auch gerne über andere Wintersportarten reden. Ich habe da überhaupt null Probleme. Und ich überlege sogar, ob ich eventuell zu den Olympischen Spielen nochmal dieses Winterspiele-Spiel hier spiele, wo es alle möglichen Disziplinen gibt und da mal vielleicht so wie eine, ich weiß nicht, ob es da sowas wie eine Karriere gibt oder vielleicht einen Wettkampf mache und dann wir das einfach mal durchspielen sollen. Ich weiß nicht, wenn ihr Interesse habt,
Können wir da zu den Olympischen Spielen auch ein bisschen anderen Wintersport noch zeigen? Ich habe natürlich dasselbe Spiel, also dieses Dreierpaket wieder quasi. Und das wäre natürlich auch nochmal eine kleine Abwechslung dann im Februar. Und wenn ich dann natürlich noch Urlaub habe, wäre das natürlich super. Da könnte man schön produzieren. Ansonsten weiß ich noch gar nicht, was meine nächsten Projekte sein werden. Vielleicht noch irgendwas. Also es wurde sich nochmal Northgard gewünscht. Da brauche ich aber ein bisschen mehr Zeit. Das kann ich nicht so nach der Arbeit spielen. Biathlon geht da eigentlich immer ganz cool. Das passt immer ganz gut zwischendrin, wenn es jetzt zum Stehenschießen erstmal geht. Ah, der war vor ein bisschen wackelig. Aber ich denke, das war in Ordnung. Nee, Northgard will ich aber auf jeden Fall nochmal spielen, weil da gab es auch mal wieder ein neues Update. Gibt es einen neuen Clan, den man sich angucken könnte. Ansonsten habe ich so viele Spiele noch auf der Festplatte. Ich könnte noch so viel machen, aber es ist halt so mit der Zeit. Also die Zeit ist nervig. Und ich brauche jetzt für vieles mehr Zeit. Alleine beim Aufstehen, das ist auch toll. Ich fange immer 8 Uhr an zu arbeiten. Und ja, früher bin ich immer so, weiß ich nicht, 7 Uhr aufgestanden, ins Bad, 7.30 Uhr los und das war's. Kurz was gegessen. Und jetzt stehe ich 6 Uhr auf. Man braucht halt so ein bisschen länger jetzt früh. Aber das ist eigentlich ganz normal. Ach, mich stört das gar nicht. So, dann machen wir jetzt hier mal den Bergspezialisten. Und ich glaube, auch das Rennen werden wir jetzt gewinnen. Da bin ich dann gespannt, was dann als nächstes für eine Strecke kommt. Was kommt nach Antholz? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals so war. Ach, das war doof. Ansonsten glaube ich natürlich eher so, dass eigentlich mein All-Time-Favorite Ola Einar Bjørndalen so langsam ein bisschen über den Zenit raus ist. Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass er auch bei seinen wievielten, siebten Olympischen Winterspielen oder sechsten, ich weiß es nicht, eine Medaille holen würde, aber ich glaube, das ist diesmal ein bisschen unrealistisch für den guten Ole. Weil er auch nicht so die Ergebnisse jetzt zeigt in den Weltcups. Wir zeigen auf jeden Fall die Ergebnisse in den Weltcups und holen uns den nächsten Sieg. Und ich bin jetzt gespannt. Holmes wieder nur auf dem dritten Platz. Das heißt, haben wir auch wieder ordentlich Punkte rausgeholt. Und Yamamoto, oh je, auf dem 13. Ich glaube, die ist jetzt raus. Also ich denke mal, es ist nur noch ein Zweikampf. Ja, wir waren hier schon mal schneller. Haben die Goldmedaille. Und führen jetzt mit 49 Punkten. Und ich weiß gar nicht, wie das hier war. Gab es hier 50 oder 60 Punkte? Jetzt sind es auf jeden Fall 60. Okay, naja gut. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Nochmal Antholz, der Massenstart. Das ist interessant. Das heißt, jetzt werden die Ellenbogen ausgefahren. Aber das ist ganz cool, dass wir jetzt nochmal den Massenstart haben. Wir machen, wie gesagt, kein Schießtraining mehr, weil wir ziemlich stark sind. Und da bin ich gespannt, wie das jetzt hier im Kampf Frau gegen Frau so aussieht. Ich weiß nicht, wir starten immer perfekt und dann bleiben wir irgendwo hängen. Ja, schön reingedrängt.
Naja, wird's ein bisschen spannend. Wir sind jetzt erstmal Letzte. Aber das soll uns hier noch gar nicht irgendwie nervös machen. Denn am Ende ist die Ente fett. Nicht an den Rand kommen. Die dürfen es irgendwie. So, und jetzt würde ich hier schon mal sagen, machen wir mal den Bergspezialisten. Und sprinten hier mal ein bisschen rum. Wir sind schon auf dem vierten Platz, was echt gut ist. Sprinten natürlich ein bisschen an denen vorbei. Und sind jetzt auf Platz 2 vorgelaufen. Also bis zum Schießstand werden wir das wieder verlieren. Ich glaube, im dritten Streckenabschnitt, da hängen die uns ganz schön ab. Das war der hier. Ja, genau, quetsch dich durch. Ich habe da ein bisschen, fand ich ein bisschen doof von mir, dass ich da immer so zumache und so. Das macht, würde ja im normalen Biathlon keiner machen. Aber es trägt dann, ich bin halt manchmal so leicht reizbar, was das angeht. Bei sowas zum Beispiel. Jetzt haben wir 4 Sekunden Rückstand und jetzt schaut mal, wie schnell die sind und wie langsam wir. Ja, genau. So macht man das. Aber dafür sind jetzt 2 Grad langsam geworden. Ja, wir sind gut dabei. Alles gut. Die eine ist ein bisschen weiter vorn. Das wird wohl die Denise Herrmann sein und wir sprinten jetzt noch zum... Und gucken mal, was wir jetzt im Liegenschießen machen. Oh, 2 sogar, verdammt. Ja, ihr wollt jetzt doch so. Wir müssen in die Strafrunde, wahrscheinlich mit allen. Oder läuft eine weiter? Bisher noch nicht. Wir werden sowieso gleich wieder umgeboxt. Ihr seht's. Die sind alle irgendwie 10.000 Kilometer schneller als wir. Wow, also 2 Schießfehler. Wir haben die ersten 3 getroffen und dann haben wir ziemlich daneben gegriffen und sind nur auf dem 12. Platz. Wahnsinn. Wir haben einen riesen Rückstand auf die Erstplatzierte. Also ich glaube, diesmal wird es nichts mit einem Sieg, aber ich meine, das gehört auch mal dazu. Natürlich vorbei. Gehen hier in den Sprint und wir haben 19 Sekunden Rückstand. Das ist natürlich richtig viel. Wir gucken mal, was wir hier noch retten können. Vielleicht können wir mit einem fehlerfreien Stehen schießen, vielleicht noch in die Top 10 vorkommen. Also wir sind jetzt natürlich mit dem 10. Platz in den Top 10, aber ich meinte vielleicht einstellig, also in die Top 9 sozusagen. Komm schon. Aber ihr seht, das ist wirklich, wenn man jetzt hier genauso schlecht schießt wie die Computergegner, wie die KI, dass man da schon ein bisschen zu kämpfen hat. So, jetzt überholen sie uns eh gleich wieder, weil sie irgendwie viel besser gewachsene Ski haben als wir. So, gucken wir mal, wenn man jetzt gleich zum Stehenschießen kommt, ob wir da noch ein bisschen was gut machen können. Wir müssen natürlich jetzt risikoreich schießen. Da stehen sie schon. Und einer ist schon fertig, Wahnsinn. Oh je. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es noch in die Top 8 oder sowas.
Gott, jetzt hätte ich wirklich fast daneben geschossen. Manchmal schießt die gar nicht, die blöde Kuh. War kein gutes Schießen, war zu langsam. Ein fehlerfrei schon, aber manchmal drückt man und es passiert einfach nichts. So, wir wurden hier natürlich mal wieder überholt. Und was... Oh Gott, nur Sechste. Boah, es ist schlecht. Wenn wir Glück haben, drehen sie zum Schluss ein paar Kreise. Ansonsten sehe ich hier wirklich nicht sonderlich viel Chancen, dass wir hier irgendwie noch weiter nach vorne kommen. Okay, wir kämpfen hier gerade gegen Kathi Wilhelm. Vielleicht können wir die durch den Berg Spezialisten. Vielleicht können wir zumindest Platz 5 retten. Bergspezialist, der geht jetzt erstmal bis hier hoch. Dann sprinten wir noch ein bisschen. Sie haben ein bisschen aufgeholt, 6 Sekunden. Aber das reicht leider nicht. Jetzt habe ich hier ein bisschen geträumt, hier hätte man in einem Zug rüber verdüsen können. Wir sind hier am Anschlag. Wir können gerade nicht schneller. Oh Gott, wir werden gleich von der nächsten attackiert. Boah, die sind so schnell. Und drängen einen hier einfach weg. Wir müssen gucken. Drehen die nochmal 3 Runden dort. Sieht diesmal nicht so aus. Nein. Doch, da drehen sie noch mal ein paar Runden, aber... Warum die das machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir hier irgendwie aus irgendeinem Grund nicht sprinten. Ich weiß auch nicht, jetzt sind wir Platz 3 angezeigt, aber wir kommen auf jeden Fall als Vierte rein, also müssen wir auf Platz 4 wirklich angekommen sein. Hat geklappt und... Glück um Unglück gehabt. Unsere größte Konkurrentin Holmes ist sogar nur auf den 8. Platz gekommen. Gewonnen hat Bianca Rosolino und vor Sonja Hartmann und Maria Ortega. Und ja, gut, so langsam waren wir lange nicht mehr. So, in der Meisterschaft sieht es trotzdem gut aus. Da haben wir jetzt 9... Moment. 59. 59 Punkte Vorsprung. Sehr schön. Und ja, ist das Spiel jetzt wieder abgestürzt? Nein. Ich beende jetzt hier die Folge und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dann wieder dabei seid bei RTL Biathlon mit mir, der Lena. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.